Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich wollte hier nicht diese schwarze Katze zeigen, sondern ich habe ganz lieben Besuch aus Namibia. Das ist hier im Westen von Afrika, ich habe nachgeschaut, 824.000 Quadratkilometer. Und ja, es ist ein bisschen ein breiter Weg, es ist also mit dem Fahrradl braucht man da doch länger als 2 Tage, glaube ich. Und wir haben heute bei uns am Kanal Tageshoroskop die Petra und den Georg. Herzlich willkommen bei uns. Und ich habe mir gedacht, ich nutze gleich die Gelegenheit, um ein paar Worte mit euch zu besprechen. Ist das okay, gell? Ich hoffe, ja. Das passt schon. Und die Temperaturen, glaube ich, wie warm haben wir es derzeit? 35 Grad. 35 Grad, das ist, glaube ich, gut, das ist sehr gut. Und du hast uns hier auch ein Foto mitgebracht. Ich zeige das mal schnell in die Kamera. Was ist das? Was sehen wir da? Was ist das? Ist das am Meer oder wie ist das? Das ist ein Damm. Ein Damm? Achso, ist das Süßwasser? Ja. Also in Namibia gibt es genug Wasser? Es gibt, ja. Ja, weil bei uns hört man ja Katastrophenmeldungen, dass dort sozusagen seit Jahren kein Tropfen Regen mehr gefallen ist. Das stimmt aber nicht, oder? Nein, das ist verkehrt. Das ist verkehrt? Na, macht ja nichts. Und du hast damals gesagt, du bist aus Deutschland... Sozusagen, kann man sagen, geflüchtet? Kann man das so formulieren? Also sozusagen, die Zustände haben dir dort nicht mehr zugesagt. Ja. Sagen wir es mal so, formulieren wir es mal so, genau. Ja, du hast einen Ort gesucht, wo du dich in deinem Leben wohlfühlen kannst. Ganz genau. So kann man sagen. Zum Leben. Ja. Genau. Und du hast diese Entscheidung bereut. Nein. Nein, nicht bereut. Nein, nicht es gefällt, bereut. Nicht ja. bereut. Und du hast war mir, eine gute Entscheidung. Das war eine gute Entscheidung. Und du hast gesagt, die Leute sind dort unglaublich freundlich. Mhm. Also du hast doch gesagt, das ist so ein deutlicher Kontrast zu Deutschland oder hier jetzt in Österreich. Ja. Muss ich auch noch, verzeihen, kurz erzählen. Ihr habt euch über Tageshoroskop kennengelernt. Mal wiedergefunden. Verzeihung. Die Geschichte wäre vielleicht ein bisschen zu lange, aber sehr interessant. Also ihr hört, Tageshoroskop ist doch für etwas zu gebrauchen, nicht nur für Astrogeschwurbel. Und du hast gesagt, in Namibia, also da in dem Bereich, wie viele Menschen leben dort? Da leben so viele Menschen in dem ganzen Land, wie zum Beispiel in Wien oder in München. Okay, also das heißt, Namibia hat unglaublich viel Fläche und kaum Einwohner. Ja. Also das heißt, klingt interessant. Und könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, sozusagen dort vielleicht auch mal runterzuschauen oder sich das Ganze mal... Ich denke, es muss jeder seinen Ort selber finden. Das ist eine gute Antwort. Also das heißt, nicht für jeden geeignet. Oder für jede, wollen wir auch die Damen ansprechen. Ich denke, es ist eine Geschmackssache. Das Klima dort ist heiß. Trocken und warm. Trocken und warm. Dafür ist der Himmel immer blau. Auch der Winter ist ganz anders als unser Winter hier. Also sagen wir es ganz deutlich, also die Streifenzieher, die Streifenwolken sind dort eher selten. Nicht, sie gibt es Die gibt nicht. Es dort nicht. Nein, der Himmel ist immer blau. Der Himmel ist immer blau? Immer. Also so wie es bei uns früher auch einmal war. Ja. Das ist interessant, das ist sehr interessant. Naja, und ich meine, wenn jetzt jemand Interesse hätte, zum Beispiel dort hinunterzugehen, er wüsste ja nicht, an wen er sich wenden könnte. Würdest du dich bereit erklären, sozusagen eine Art Hilfestellung zum Beispiel? Ja, sehr gerne. Also wenn jemand sagt, da gefällt es mir, da will ich bleiben. Und du hast uns auch erzählt, sozusagen, man kann dort auch, glaube ich, die Staatsbürgerschaft, kann man nicht erwerben? Staatsbürgerschaft geht nicht. Geht nicht, okay, gut. Geht als Ausländer nicht, da muss man in Namibia geboren sein. Ach so. Aber Aufenthaltsrecht, ist das auch nicht? Das geht, ja, es geht. Das würde gehen, okay, gut. Also wie gesagt, ich kenne mich da rechtlich auch nicht aus. Gut. Ja, und was würdest du unseren Zuseherinnen und Zusehern irgendetwas raten, sagen, irgendwas auf dem, einen Tipp mitgeben? Eine Botschaft, eine Nachricht? Schaut euch das an, wie? Ja. Schauen Sie sich das einmal an. Schauen also Sie sich das ist eine Reise wirklich wird. Schönes Land, eine Reise wird. Mhm. Viele Tiere, sehr freundliche, nette Menschen. Okay. Absolut eine Reise wird. Von dem Wahnsinn hier nichts mitzukriegen. Von dem Wahnsinn bekommt man dort nichts mit. Das ist sehr positiv. Also das heißt, diese ganzen, wir wissen, was in den letzten 2 Jahren an Regelungen und Vorschriften war, das ist dort unten eher... Gibt's nicht. Ja, gibt's kaum. Es gab schon Maskenpflicht in Supermärkten und so weiter, ja. Auch bei Behörden und so. Aber es wird nicht so streng gehandhabt wie hier. Oder wurde nicht so streng gehandhabt. Also man ist dort eher lockerer, oder? Ja. Okay.
Also gut zu wissen, weil hier ist ja doch, sind ja doch die 200-Prozentigen unterwegs, denen es nicht streng genug gehen, also sein kann. Also das heißt, dort unten hat man eine ganz andere Lebensqualität. Absolut, ja. Also, wie sagt man, dieser Angstfaktor, wie es bei uns, oder Unsicherheitsfaktor, fällt dort ziemlich weg, oder? Fällt dort ziemlich weg. Die Leute sind auch irgendwie, die haben mehr von dem Freiheitsgefühl. Also die wollen ihre Freiheit dort behalten, die wissen noch, was das ist. Okay. Also die sagen, die meisten, mit denen wir geredet haben, sie sagen, mit mir nicht. Gut, also das heißt, die Leute setzen sich quasi, kann man sagen, zu Wehr oder, ja, oder artikulieren sich, dass sie das nicht wollen. Jedenfalls. Gut, ja, gut, sehr gut. Naja, also das heißt, wäre sehr interessant. Also wie gesagt, Namibia wusste ich nicht. Ehrlich gesagt, aus Geografie kann ich mich noch erinnern, aber das war es dann auch schon. Gut, ich bedanke mich bei euch beiden, danke herzlichst. Und ihr werdet noch längere Zeit hier bleiben oder dann demnächst wieder? Morgen? Ja. Oh, demnächst morgen, oje. Also ein Folgeinterview gibt es voraussichtlich nicht so bald. Und ja, dann wünsche ich dir im Namen unserer Gemeinschaft, wie sagt man, euch beiden einen wunderbaren Rückflug und ja, großartige Zeit. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass ihr auf Tageshoroskop möglicherweise oder auch nicht einen Kommentar hinterlasst. Na gut. Ja, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, das war's. Kurzes Interview mit zwei sozusagen Neu-Namibianern, Hobby oder Amateur oder was auch immer. Genau, Ende.